Wir sind hier inzwischen ja schon öfters darauf eingegangen, dass sich gesunde Testosteronwerte nicht zuletzt in emotionaler Ausgeglichenheit bzw. Selbstkontrolle aufzeigen und demzufolge Hyperemotionalität eines der besten Anzeichen für Testosteronmangel sein kann. Wir leben ja wirklich in einer hyperemotionalen Welt. Andreas Bull Hansen hat ein gutes Video dazu gemacht, kannst ja dort mal vorbeischauen. Im Großen und Ganzen ganz guter Stoff. Und ja, wenn man sich so umschaut, da scheint das gerade bei der Gen Z, also bei Jungs ab ca. 2000 geboren, wirklich frappierend zu sein. Ich für meinen Teil sehe da viel zu oft die emotionale Belastbarkeit eines Schneeflöckchens und auf die emotionalen Störungen, gerade in dieser Generation, auf die sind wir ja auch schon zu Genüge eingegangen. Die sind nämlich nachweislich häufiger anzutreffen als bei früheren Generationen. Heißt also, je gefühlsanfälliger du bist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine T-Levels zu niedrig sind. Da waren Männer der Generation X und Generation Y, also Millennials, noch komplett anders und um ein Vielfaches entspannter, ja, ich würde sagen stoischer und härter im Nehmen, härter mit sich selbst also und emotional viel, viel ausgeglichener. Ja, dass die Testosteronwerte genauso wie Fruchtbarkeit und Samenqualität während der letzten Dekaden massiv nach unten gegangen sind, das ist wirklich nicht mehr von der Hand zu weisen. Und gerade wenn du bei dir Stimmungsschwankungen feststellst, dort wo keine sein sollten, du dich viel zu leicht angegriffen fühlst oder du bei der kleinsten Herausforderung die Fassung verlierst, ja, dann ist das unter Umständen auf hormonelle Probleme zurückzuführen. Ich spiele gleich mal einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview mit der britischen Militärärztin Dr. Angela Service an, die hier zum selben Resultat kommt, und ja, hören wir einfach mal rein. When men have a deficiency in testosterone, it can cause a particular group of symptoms. They're all pretty vague, and testosterone deficiency often for men comes about over a really protracted period of time and can be quite insidious really in its onset. Ja, hier meint sie gleich, dass Testosteronmangel sich nicht von heute auf morgen zeigt, sondern sich eher schleichend und über einen längeren Zeitraum manifestiert. Sie stellt also fest, die Hormonstörungen, was ja sehr wahrscheinlich auch Östrogenüberschuss sein kann, sind heimtückisch und es ist sehr schwierig für Männer, diese überhaupt als solche wahrzunehmen. I think one of the first things that you pointed out was it can impact mood and is often misdiagnosed as depression, anxiety, and I think it often doesn't get picked up on, and guys can get put on various host of antidepressants for years and years before it gets picked up, if at all. Ja, die Lady kommt zum Schluss, dass bei der Schulmedizin, sobald dann Männer feststellen, dass was mit ihnen vielleicht nicht stimmt und sie Hilfe bei der Schulmedizin suchen, die Symptome als sogenannte Depression und Angststörungen fehlinterpretiert werden. Der eigentliche Kern, nämlich der Testosteronmangel, wird übersehen und der ein oder andere lässt sich dann auch gleich mit Antidepressiva vollpumpen, was die Sache noch viel schlimmer macht. In dieselbe Kerbe schlagen ja auch, wie ich finde, Thesen über sogenanntes Burnout, was dann mit psychischer Behandlung, völlig nutzlosen Therapien oder auch wieder Psychopharmaka behandelt wird. Und mein Hinweis hier wäre ganz klar, halte dich unbedingt fern von solchen Therapien und sei auch sehr vorsichtig mit der vielfach gehypten TRT, also Testosteronersatztherapie. Das ist nämlich meistens auch wenig zielführend. Stelle lieber deinen Lebenswandel um, deine Ernährung, und guck dir unbedingt auch das große Thema endokrine Disruptoren an. Das wird nämlich viel zu wenig beleuchtet. Hier hat auch ein finnischer Kollege eines kleinen Kanals, den ich gefunden habe und dessen Worte ich mal kurz einspielen will, wie ich finde, die richtige Philosophie. I know a lot of guys who are considering testosterone replacement therapy so that they can go to the gym and start lifting weights. But that's completely insane and it's completely backwards. You go to the gym so that you never have to worry about testosterone replacement therapy in the first place. Ja, das sehe ich auch so. Viele Jungs denken gleich immer an TRT, um stärker zu werden und ins Studio zu rennen und Gewichte zu heben. Dabei ist es genau andersrum. Du gehst ins Studio, damit du dir TRT ersparen kannst.
When I'm talking about resistance training, I'm not talking about grabbing pink little dumbbells and doing a bit of rumble pumping. No. I'm talking about real deal progressive strength training using compound exercises. So any money you might spend on a testosterone boosting supplement, but you're not getting after it in the gym, you're literally trying to pick $1 coins from the ground while you're throwing away $100 bills. Und für empfehlenswert erachtet auch die üblichen Goodies, nämlich progressive Überbelastung, Grundübungen und so weiter. Das ist also die Basis, denn jede Nahrungsergänzung, für die du Geld ausgibst, die ist nur so gut wie die harte Arbeit, mit der du sie begleitest. Ich bin durch, hol dir mein Buch, falls du es immer noch nicht hast. Mach den Daumen hoch und abonniere den Kanal, wenn du neu hier bist. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.